Na gut. Warte mal. Gut, ich kann dieses komische Buch dann nicht anschauen. Hä, ich dachte, der Vater ist ins Koma gefallen. Warum sollte der denn hier noch liegen, ganz alleine? Hab wahrscheinlich wirklich nicht richtig aufgepasst. Einer hat das Bild von einem Ferienhaus, wo wir unseren Urlaub, wo wir unsere Urlaub früher verbracht haben, tun. Es liegt auf Long Island in New York. Ein schöner Ort war das. Ja, gar nicht angsteinflößend. Das ist sehr schön. Da würde ich auch gerne wohnen. Holy shit, dieses Bild ist gar nicht angsteinflößend. Hallo Vater. Ich bin wieder da. Okay. Ey, ernsthaft, dieses Bild ist mega creepy. Okay, da ist schon mal was drin. Na, verschlossen. Hä, ich dachte, da war was drin. Egal. Ja, looten wir erstmal das Haus meines Vaters. Haben wir alle was von. Verschlossen. Hallo? Ist da jemand? Hab ich mir das eingebildet? Es soll ein Horrorspiel sein. Ich habe keine Ahnung, wie Horror das wird. Lange ist es her, dass ich in diesem Zimmer geschlafen habe. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder einen Fuß herzusetzen. So schnell kann man sich auch irren. Also, ja. Ne? Zum Glück ist es schon hergerichtet. Na, ja, und diese verpixelten Bilder. Ein leeres Glas. Untersuchen. Näher. Alter Kleiderschrank, mein alter Ball. Ich habe gerne damit gespielt. Ja, aber das ist jetzt scheißegal. Ein Ball interessiert hier niemanden. Na, die Dusche ist noch an. Vielleicht sollte ich sie ausmachen. Ich meine, man muss doch nicht so viel Wasser verschwenden. Das führt doch zu nichts. Ja, mein Vater scheint hier einiges noch nicht gemacht zu haben, bevor er ins Koma gefallen ist. Ich akzeptiere das nicht. Wir rufen erstmal Vater Kelligan an. Die Sache ist, ich weiß nicht, wie man hier abspeichert. Was auch gerade mein klitzekleines Problem ist. Das scheint der Brief zu sein, den Pastor Kelligan meinte. Was steht da? Wenn du, mein Sohn, das hier hast, voller Schmerz und voller Hass, so lass mich deinen Weg begleiten auf dem steilen Treppen in den Himmel sein. In Liebe, Mom, PS. Herrgott, das kann kein Schwanz lesen. Erinner dich, oh Gott. So schreibt man nicht erinner. Ich dachte, das sei jetzt irgendein Name. Erinner dich an unsere kleinen Botschaften aus deiner Kindheit. Das ist alles, sie hat nichts hinterlassen. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie einfach einen Brief schreibt und alles so enden lässt. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Was ist das denn? Ein Raufdell an der Rückseite des Briefes? Das geht ja gar nicht. Was hat sie da nur gemacht? Mit Sandpapier rübergefeuert. Ich ja erinnere mich. Wenn die jetzt dauerhaft erinnern zu schreiben, dann tut's mir echt weh. Mich an eine Situation von früher. Mom, was hast du mir geschrieben? Verrat's mir. Nein, Thomas, das musst du schon selber herausfinden. Aber Mom, das geht gar nicht klar. Ich bin eigentlich ihr kleiner Junge. Wer hat dieses Foto gemacht? Etwa eine Drohne? Woraus hat mir Mom immer geheime Nachrichten geschrieben?
Dieser geheime Schreibstifter, aber wie konnte ich die Schrift dann lesbar machen? Womit nur? Es ist gemein, ich kann nicht pausieren. Ja, ich will Pastor Kelligan anrufen. Das Spiel macht mir Angst, weil ich nicht weiß, wie schlimm das Spiel wird. Ich kann nicht pausieren und mal sagen, ja Leute, natürlich erstmal meine Basis. Ich will erstmal raus. Hab Angst. Will nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Nee, ich hab... Erstmal habe ich Respekt vor dem Spiel, weil ich wie gesagt keine Ahnung habe, was hier noch passieren mag. Und wie schlimm das Ganze noch wird. Das Spiel hat in Anführungsstrichen nur hat in Anführungsstrichen nur 52 Maps. Was heißt, dieses Spiel ist nicht ewig lang, aber es wird schon eine Weile in Anspruch nehmen. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade vielleicht 10 Maps gehabt. Alte Urkunden aus meiner Schulzeit, bin ich froh, nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Das Foto von meiner Geburtstagsfeier, ich hänge es ja einfach zu meinen anderen Sachen. Ja! Ja! Kann ich jetzt immer speichern? Sehr gut. Was? Was stand da? Abwenden. Untersuchen wir mal... Die Schublade ist seit Jahren schon verschlossen. Ich habe den Schlüssel dazu irgendwann verloren. Vater hat sich nie um ein neues Schloss gekümmert. Die Frage ist, was da jetzt drin ist. Mein Mülleimer. Nein, der ist da wohl nicht drin. Nehmen wir mal das Glas mit Leros Glas gefunden. Okay. Wofür könnten wir das... gebrauchen. Also diese Geheimschriftstifte, die er meint, sind ja eigentlich ursprünglich mit Blaulicht sichtbar, glaube ich. Kann mich nicht mehr genau erinnern, was meinte sie damit? Ja, vielleicht finden wir hier irgendwas. Ah, lass uns mal nach draußen gucken. Da war ja gar nichts vorhin. Na, was soll schon passieren? Ja, ein bisschen... Respekt habe ich auf jeden Fall. War das alte Kiste mit Skizzen von dem Haussee. Darunter Fotos und einige Blaupausen. Also ich lasse mal ausnahmsweise das Spiel komplett auf mich wirken, indem ich es nicht runtermache mit einer recht amüsanten Kommentation. Pastor, ich brauche Ihre Hilfe. Pastor, ich denke nicht, dass ich... Pustekuchen. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas mitnehmen. Den... Ja, die zieht... Das wusste ich. Ja. Das wusste ich. Ich könnte das Glas mit Wasser füllen. Glas Wasser erhalten. Erhalten, genau. Mit diesen beiden Zutaten könnte ich die geheime Schrift zum Erkennen bringen. Das hätte mit Zitronenwasser beteufelt. Ja. Stimmt, mit Zitronenwasser ging es auch. Passiert nichts. Was soll sie mir sagen? Warum hat sie das getan? Warum? Dieser Brief muss irgendwo etwas haben. Einen Hinweis, irgendwas. Noch mehr Zitronenwasser benutzen? Hat sie auch nichts zu tun. Moment! Erinnere dich an unseren Urlaub auf Long Island. Und jetzt schreib, erinnere mich nochmal falsch. Und dann komme ich rüber in den Himmel und schlage dir in den Nacken, genannt Nackenschelle. Long Island? Long Island, erinnere dich. Denn nur des Satanisten kleinen... Was? Long Island, das geheime Nachricht auf dem
Brief. Bild abnehmen? Ja. Eine Schlüssel und ein Foto hängen an der Wand. Lächel doch mal, Thomas. Ich mag das aber nicht. Aber Thomas! Wieso hängt das Foto hinter dem Gemälde? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Und der Schlüssel, wofür mag der sein? Okay, ich denke, das Prozedere aus dem Apartment, das führt man hier ganz gut fort, in Bezug auf die Art und Weise, wie der Charakter spricht. Also, halt dieses dauernde Gefrage, wieso hängt da, schon allein das, wieso hängt da ein Bildschirm? Das ist ja die Frage, nicht so, oh, ein Schlüssel. Also klar, die Fragen würde man sich natürlich auch stellen. Was, verschlossen? Habe ich mir erst noch eingebildet? Ja, schon wieder zwei Fragen. Ja, aber wofür denn der Schlüssel? Moment, hier. Verschlossen. Okay. Dafür also nicht. I'm screwed, boys. War hier noch irgendwas verschlossen? Ich überlege gerade. Doch, da war was in dem Zimmer vom Vater. Da gab es eine Schublade, die geschlossen war. Nur ein Telefonbuch. Geöffnet. Was ist das denn, eine Bibel? Aber das ist doch unmöglich. Mutter hat nie geduldet, dass dieses Buch hier im Haus ist. Sie war überzeugte Atheistin. War sie schon immer. Wieso sollte sie das auf einmal ändern wollen? Ja. Verdammt nochmal, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen, so was stimmt hier nicht. Und von wer kann mir. Von wer kann mir jetzt weiterhelfen? Satan! Denn die heilige Bibel ist ja nicht für die Mutter gedacht. Ich will speichern. Ich liebe es zu speichern. Vor allem in Spielen, wo man nicht immer abspeichern kann. Na Pastor, ich brauche Ihre Hilfe. Wahrscheinlich kriegen wir auch noch Telefonnummern dazu. Ansonsten würde ja auch nicht die Frage gestellt werden, wen wir anrufen können. Hier spricht Pastor Kelligan. Hallo Nicholas. Hier ist Thomas. Wir müssen mit Ihnen reden. Shutdown. Warum ist das Licht ausgegangen? Hallo?